So, wenn man sich mit der Wasserqualität beschäftigt, kommt man um diese beiden Geräte irgendwann nicht drum rum. Einmal ein pH-Werte, Messgerät, und einmal elektrische Leitfähigkeit. Mit der elektrischen Leitfähigkeit kann man feststellen, wie viele Ionen überhaupt noch im Wasser sind. Also wenn man zum Beispiel jetzt hier destilliertes Wasser selber herstellt, oder dann ist das ganz wichtig. Es gibt dafür biologische Systeme, gibt also auch solche Leitwertgrenzen. Und pH-Wert misst halt eben, ob das Wasser sauer, ob es basisch oder neutral ist. Der pH-Wertmeter, Messgerät, hat einen Messbereich von 0 bis an 14 pH. Das ist also eine sehr gute Spanne. Die Auflösung ist bei 0,01 pH. Ne, das ist also eine recht gute Genauigkeit, plus minus 0,01 bei 25 Grad Celsius, das ist ganz gut. Das TDSE-Meter, die Leitfähigkeit. Leitfähigkeit 9, also 0 bis 9999 Mikro, also μ pro Zentimeter. TDS 0 bis 9999 ppm, parts per million. Ne? Das ist also, ich kenne mich damit noch nicht ganz so gut aus, ne? Aber ich muss es unbedingt machen für meine Umkehrosmoseanlage, dass man da mal prüfen kann, wie gut die ist, ob es wie sie funktioniert. Ja, Bedienungsanleitung ist auf Deutsch mit dabei, das sollte vielleicht noch mit erwähnt werden. Ne? Bis dann, tschüss.